willkommen zur allerersten Aufnahme meines neuen Rechners. Es ist sehr spannend, ob jetzt alles funktioniert. Ihr wisst ja, wenn man einen neuen Rechner aufsetzt, dann man denkt, man hat an alles gedacht, aber nein, manchmal wird dir dann nochmal der Popo versohlt, wenn du doch etwas vergessen hast. Ja, vor allen Dingen in Aufnahmen und alles dies, das. Vor allen Dingen bei den ganzen Codierungseinstellungen, dies, das. Bei den ganzen komplizierten Wörtern, damit das Programm irgendwie klug rüberkommt. Weißt du, wozu gibt es diese klugen Wörter, Mann? So, aber ich hoffe, es funktioniert alles. Ich lege jetzt einfach mal los mit einer neuen Runde. Es tut mir sehr leid, falls ihr irgendwie vielleicht noch ein Video erwartet. Oh, zurück. Sind es 60 FPS, die da aufgenommen werden? Es sind 60 FPS. Okay, let's go. Ich habe zwar ein paar Testaufnahmen gemacht, aber dennoch, manchmal wird man doch überrascht, auch wenn man Testaufnahmen macht. Nicht Keeper, die erste Aufnahme. Und ich sterbe direkt mit dem Keeper. Was ist das denn? Oh nein, meine ganze Steuerung ist auch noch anders, nicht wahr? Select the Controller, das hier. Change Controller. Oh nein. Okay, Leute, ich muss Folgendes machen. Ich muss das Spiel jetzt verlassen. Und das habe ich zum Beispiel jetzt auch nicht bedacht. Verdammt, Control, Zoom, Keyboard, nein, X-Input. Das hier ist Laufen. Ich habe nämlich eine alternative Steuerung für mich erstellt. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich wollte mich an meine Steuerung gewöhnen. Und zwar Bomben legen ist dieser Knopf hier. Item ansetzen ist das hier. Pillekarte ist das hier und droppen das hier. So, verdammte Scheiße nochmal. Okay, und continue. Kein neuen Run. Diesmal sollte es klappen. Scheiße, Mann, ich bin auch voll am Schwitzen, weil es so warm ist und die ganzen Lichter mich beleuchten. Auf jeden Fall, ja, ich habe mir einen neuen Rechner geholt und es hat ein bisschen alles länger gedauert als geplant und ja, ich bin jetzt ready für Isaac und ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir demnächst auf jeden Fall ziemlich viel Spaß haben werden mit diesem Teil, weil unter anderem ist das Spiel viel zu leise. Unter anderem werde ich besser rendern können, die Qualität hochschrauben. Das hat mich nämlich noch bei mir genervt. Ich habe ja ein neues Mikrofon geholt, damit ich nicht mehr übersteuere, ne, weißt du, damit ich nicht mehr übersteuere, weil das hat mich auch ziemlich genervt. Hat geklappt, aber jetzt haben wir ein klitzekleines Problemchen und zwar, dass die Qualität immer noch nicht so gut ist und ich werde jetzt sterben, einfach weil ich kein... Oh mein... Oh ja, natürlich, natürlich kommt hier Superform. Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen, Mann. Okay, okay, okay. Könnt ihr euch selber in die Luft jagen? Das wird ziemlich cool und mir dann eine Münze droppen. Und außerdem werden wir die Streaming-Qualität auch höher schrauben. Das meiste Problem hatte ich ja während des Streams, weil dann ist der Rechner total ausgelastet gewesen. Und jetzt sollte es auf jeden Fall anders werden. Ich habe es natürlich noch gar nicht getestet. Aber demnächst auf jeden Fall Montag legen wir los. Ich habe jetzt erstmal alle Programme installiert, dies, das und Es war ein Abenteuer. Es war ein Abenteuer. Wo ist der Itemraum? Deswegen bin ich gerade noch ein bisschen durch den Wind. Und ja, wollte ich aber noch diese Isaac-Folge geben zum Einschlafen. Und was mein Rechner alles für Teile hat, werde ich euch jetzt erstmal nicht erzählen, weil sonst gibt es das große Gezanke. Ah, warum holst du dir das? Das andere ist doch besser. Preis-Leistung. Blub, 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 blub. Und das ist ziemlich nervig. Genauso wie dieses Item. Es kann helfen, aber ist meistens ziemlich nervig. Wow, 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 wow. Drei Spinnen? Okay, ich bin raus hier. So, Folgendes. Wir gehen jetzt mal hier rein und hoffen, dass hier kein fieser Miniboss ist, okay? Scheiße, Mann. Firemind. Das ist natürlich irgendwie cool, wenn das Ding wirklich explodieren würde, wenn ich es gerade brauche, diese Explosion. Scheiße, Mann. Glänzig. Oh, zum Glück ist der Weißabgleich ganz gut. Ihr wisst nicht, wie rot und schwitzig ich bin, Mann. Wenn ihr mich jetzt umarmt auf irgendeinem Fan-Treffen, flutsch ich euch einfach weg wie so ein Stück Seife, weißt du? So, komm, wir töten den mal mit so einer Bombe, beziehungsweise machen ihm ganz viel Aua. Damit er gleich nicht so panisch rumfliegt und eine Münze kriegen wir auch nicht. Was ist denn los? Wir kriegen ja die ganze Zeit keine Münzen. Und außerdem habe ich diese ganzen Sachen hier nicht aktiviert. Und zwar das und das hier. Ja, genau. Und die Items. Extra hard. Natürlich aktivieren wir das Ganze hier. Aber nicht den Filter. Viele mögen den Filter, was ich irgendwie nicht verstanden habe. Aber hey. Der größte Teil der Zuschauer mag den Filter nicht. Er ist zwar cool, auf großen Fernsehern auf jeden Fall. Also wenn ich am Fernseher Isaac spiele, dann aktiviere ich gerne den Filter, dann ist alles ein bisschen glatter und cooler irgendwie. Und das ist ein schönes Item, vor allen Dingen für den Keeper. Minus 5 Fire Rate, das ist wichtig, Mann. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. So, weiter geht's. Ich muss auf jeden Fall viel mehr Geld machen. Und ich hätte die Bombe nutzen können, um Geld rauszuspringen, um mehr Options zu bekommen, nicht wahr? Gott, ich bin gerade so unkonzentriert und so angespannt. Ich hoffe, es war kein großer Fehler, jetzt eine Folge für euch aufzunehmen. Er droppt einfach keine Münzen. Ist das Ding defekt? Ist der Rechner zu gut? Okay, so, ich nehme das hier mit, so kriegen wir wenigstens auch hiervon ein bisschen Geld, nicht wahr? So, und in den Shop, nicht vergessen, können wir gratis rein. Und wieder keine Münze. Hat er eine Münze schon gedroppt? Eine einzige? Ich glaube nicht, oder? Scheiße, Mann. Das ist ein schlechtes Omen. Komm schon, fliegen, tötet ihn.
Sehr gut, jetzt müssten wir nur noch diesen kleinen Kollegen hier töten. Und die Spinne, die ist voll unzurechnungsfähig. Schon wieder nichts gedroppt. Ich glaube, mein Item ist kaputt. Ich glaube echt, das Item ist kaputt. Das ist irgendwie verbuggt. Naja, immerhin kriegen wir so Münzen. Die lasse ich jetzt erstmal liegen. Ach ja, und ich kann gratis in den Shop. Wie gut, dass ich am ersten Shop direkt vorbeigelaufen bin. Schon wieder nicht. Okay. Okay, man könnte jetzt ein Trinkspiel machen. Jedes Mal, wenn ihr eine Münze droppt, auch ein Trinken. Weil das wäre ziemlich langweilig dann. Wenn ihr ein langweiliges Trinkspiel haben wollt. Ich merke schon, Run. Ich merke schon, du willst mich tot sehen, was? Der will mich echt tot sehen. So. Kriegen wir noch ein Bäumchen? Leider nicht. Okay, wartet mal. Gleich gehen wir wieder zurück. Und müssen noch den Itemraum finden. So, sehr gut. Aktiviert. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Muss ich etwa erst in den Plusbereich mit meinem Lack, beziehungsweise in den Nullerbereich? Schon wieder nichts. Was ist hier los? Ich krieg richtig Panik hier gerade. Okay, pass auf. Wir töten jetzt das Portal, aber gehen nicht zu aggressiv rein. Vielleicht kriegen wir gleich Judas Shadow. Das wird ziemlich cool. Wir haben dann zwar keinen Triple Shot mehr, aber es ist okay. Oh, die fliegen. Okay, mache ich jetzt mal. Ich mache das mal. Let's go. Und? Oh, Halleluja. Halleluja, Mann. So, zum Glück ist der Gegner hier nicht so crazy schwer. Aber vielleicht werde ich diese Aussage gleich bereuen, Mann. So. Mhm. Boom. Und auf Wiedersehen. Ich habe irgendwie voll Bock bekommen, Need for Speed Underground 2 zu spielen. Ich habe geguckt, ob es da irgendwelche Shader gibt und ja, es gibt ein paar Shader und das Spiel sieht gar nicht mal so gut aus. Nein, es sieht gar nicht mal so schlecht aus mit den Shadern. Und ja, ich hoffe sehr, dass die vielleicht Need for Speed Underground 1 oder 2 Remake machen. Das wäre ziemlich cool. So, das nehme ich jetzt mit und hoffe, dass jetzt hier kein Krampus auf uns wartet. Ah, es ist More of the White. Leider kann ich das nicht mitnehmen. Das heißt also, wir gehen auf Angel jetzt. Und ja, hoffen mal, dass wir dort cool ist. Oh, da war eine Münze. Scheiße. Wieso mache ich denn das Feuer kaputt, wenn ich direkt rausgehe, nicht wahr? Das könnte man sich jetzt auch fragen. Aber weh, tut das. Dann mag ich euch nicht. Aufnahme stoppen, okay. Was auch total komisch war, ich habe halt mein, das neue Windows 10 Update übrigens. Ja, da hatte ich jetzt auch ein paar kleine Problemchen. Auf jeden Fall habe ich das Mischpult, beziehungsweise eine externe Soundkarte, installiert. Und wir hatten den Fehler, dass wir... ich weiß nicht, was das für eine Karte ist. Eine Joker-Karte vielleicht? Two of Diamonds, okay. Auf jeden Fall den Fehler, dass wir das Mischpult nicht erstmal deaktiviert haben und dann installiert, sondern einfach, es war angeschlossen und dann installiert. Und dieser Fehler hat dafür gesorgt, dass der CPU auf 50% Ausleistung ging, wegen dem Teil, weil es falsch installiert war. Das ist crazy, man sollte das immer im Blick behalten, nicht wahr? Genau wie jetzt. Genau wie jetzt, Mann. 29% ausgelastet. Aufnahme und Isaac. Sehr schön. Ich habe auch die Aufnahmequalität ein bisschen hochgemacht. Ich glaube, bei Isaac wird man das nicht so sonderlich merken. Aber ich muss noch ein bisschen rumexperimentieren. Scheiße, Mann. Aber es macht Spaß. Es macht Spaß. Ja. Und es hat auch gut getan, irgendwie jetzt die letzten Tage wirklich nicht so aktiv zu sein. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, ne? Aber es hat mir gut getan. Ich habe jetzt, mein Bruder kam zweimal zum Besuch. Ich hatte hier eine kleine LAN. Einfach ein bisschen abschalten und entspannen. Das war schon ziemlich nice. So, und ich gehe jetzt einfach mal weiter. Man könnte in den Zacki-Zacki-Raum theoretisch rein, weil Two of Diamonds und uns heilt eigentlich. Aber ich bin mir unsicher. So, und jetzt mit dem neuen Rechner und so, mit dieser neuen positiven Energie auf jeden Fall. Ich bin gespannt, Mann. Ich habe voll Bock drauf, irgendwie so ein richtig aufwendiges Video zu machen und dann schön in hoher Qualität zu rendern. Aber ich werde jetzt nicht in 4K gehen. Ich werde jetzt nicht übertreiben mit der Qualität. Ihr werdet jetzt keine Kinofilme bekommen. aber ich denke mal, das wird schon ziemlich gut. Ich glaube, Schweiß ist gerade auf meine Brille getropft. Oh mein Gott. Es ist verdammt warm. Okay, ich glaube, jetzt kommt langsam der Sommer. Ich glaube, jetzt halte ich es nicht mehr aus und werde ohne Greenscreen arbeiten müssen. Scheiße, Mann. Oh. Ich muss mich beeilen. Ich hoffe, es wird ein schneller Run. Ich meine, ich will es genießen, aber hoffentlich wird es ein schneller Run, ganz ehrlich. Okay, da müssen wir jetzt aufpassen. Wir haben keine Münze bekommen. Ich hasse es, Mann. Komm schon, Triple Shot. Mach ihn fertig. Immerhin einer. Sehr gut. Sehr gut. Boah, ist das fies, ey. Boah, ist das fies. So. Bing. Go. Na, endlich. Ich dachte schon, der stirbt nie. Ah, das möchte ich gerne haben für die Transformation. Aber ansonsten kann mir das gestohlen bleiben, ganz ehrlich. Ha. So, einmal drunter vorbei und nach oben. So, uiuiui. Machen wir das mal hier kaputt. Das ist das gleiche, nur kopflos, nicht wahr? Glaubt ihr, ihr könnt mich kopflos besiegen, indem ihr einfach den Kopf ausschaltet, weil ihr denkt, ich spiele genauso? Nein. Oh, super, die Münze wird mir ziemlich viel bringen. Die Münze wird mir das Leben retten, sage ich dir. Die Münze wird mir das verdammte Leben retten. Yep. Eindeutig. Und jetzt muss ich mal kurz aufpassen und wenigstens den Schwachen jetzt erstmal hier entfernen. Und jetzt haben wir noch diesen Typen hier, der eine grüne Spur hinter sich lässt, Mann. Was ist denn das für eine kranke Scheiße hier? Oh, ich werde den ersten Run vom neuen Rechner nicht sterben. Das wäre ein schlechtes Omen, Mann. Schlechtes Omen, wenn ich jetzt diesen Run verliere und dann auch noch den Winstreak im Livestream. Oh Gott. Ich werde diesen Rechner verbrennen oder irgendwo verbuddeln, weißt du?
So, immerhin kriegen wir Soko, ne? Okay, das sind ein paar süße Spinnen. Da habe ich jetzt nichts gegen, die können wir kurz zerstören. Außer die Spinnen sind in meinem Zimmer. Nein, danke. Dankeschön. Achso, mein Space hat im Einsatz. Oh mein Gott, okay, erstmal die Spinnen. Erstmal die Spinnen, ganz locker easy. Erstmal das kleine Ungeziefer. Und dann den großen Sack abstauben, ja. So, ich hoffe, die Audioqualität ist gut, Mann. Ich habe überall gelesen, dass das neue Update irgendwie bei vielen YouTubern und Streamern irgendwie was versaut hat, dass einige Audiodateien nicht funktionieren, also Audio-Interfaces, dies, das. Und ich hatte aber auf meinem alten Rechner, hat sich Windows einfach nicht geupdatet. Es kam auch keine Meldung oder sowas. Und ich dachte, ich hab's schon und dachte mir, okay, ist gar nicht so schlimm. Und boom, jetzt habe ich diesen Rechner, das aktuellste Windows, und der sieht alles so anders aus. Okay, so, einmal hier oben vorbei. Keine Ahnung, ich hab's eigentlich regelmäßig aktualisiert. Voll merkwürdig, Mann. Voll strange. Richtig strange, Junge. So, wir gucken jetzt mal, ob wir hier vielleicht nochmal more Options bekommen. Das passiert ja manchmal. Ansonsten holen wir uns gleich das Buch für eine Transformation. Und 5 Münzen für Catacombs 2 und hoffentlich wird da eine Bibliothek spawnen. Und hier haben wir jetzt auch schön Lackabmünzen. Okay, jetzt habe ich natürlich meine Bombe verschwendet und kann die Transformation nicht holen, aber das ist ja egal, nicht wahr? Das ist ja egal. Wartet mal, wir schnappen uns einfach diese Bombe hier im Angebot. Oder wir kriegen eine einfach hier nach. Sehr schön, danke. Okay, so weiter geht's. Konzentration, schwitz nicht. Und let's go. Ich würde gerne in den Kampfraum einmal reingucken, ne? So, einmal aufheben. Was kriegen wir für ein Baby? Oh, der ist cool, Mann. Der ist cool. Ich mag das Lachen dieses Buches, ne? Ich würde das gerne als Subsound nehmen, oder? Dieses... Das ist cool. Wartet mal. Okay, im Stream werden wir vielleicht einen neuen Subsound haben. Vielleicht für neue Subs oder so, weißt du? Oh, an dir werde ich nicht spielen. Eigentlich könnte man die Kiste versuchen zu öffnen, aber ich habe ein bisschen Panik davor. Oh nein, hier ist Pride. Oh Gott, Pride. Und wir haben keine Münze bekommen. Wir haben immer noch Two of Diamonds. Und ich hoffe sehr, dass Two of Diamonds uns heilt, Mann. Ich hoffe sehr, dass uns der Quark heilt. Oh, das ist aber ein gutes Pattern. Der hat so gut wie nichts gemacht und wir kriegen das zweite Buch. Sehr schön, okay. Es hat sich wieder gelohnt, die Ebene auszuchecken. Let's go, Mann. Da wachsen Pilze, das ist cool. Scheiße, Mann, mir ging's ja nicht gut vor der Aufnahme und jetzt bin ich, glaube ich, zu nervös. Ich bin sehr nervös, dass es nicht funktioniert, die Aufnahme für den Arsch ist und ich dann später kein Isaac-Video für euch habe. Puh, die Gabeln im Hintern stecken ziemlich tief, Mann, ganz ehrlich. So, den Boss bekämpfen. Okay, und der Geheimraum könnte... Nein, egal, wir haben hier keine Bombe. Oh mein Gott, okay, das könnte jetzt... Das könnte jetzt sehr schief laufen hier. Die sind sehr, sehr schnell, die Typen. Die sind sehr, sehr schnell, Mann. Oh, shit. Okay, einer ist weg. Scheiß die Wand an. Oh, alles nur nicht das, Mann. Das ist brutal gefährlich mit dem Keeper. Okay, sehr gut. Wir müssen natürlich nur 2% Chancen und kriegen keinen Deal. Na, wer hat das denn... Ja, hätte keiner erwartet. Scheiße, Mann. Okay, ich hoffe, auf dieser Ebene haben wir jetzt wenigstens 70% oder sogar 100. Und wir haben 67%. Sehr schön. Let's go, Mann. Puh, ich bin angespannt. Meine Two of Diamonds-Karte ist jetzt weg. Aber immerhin haben wir unser Geld dupliziert. Let's go, Mann. Ich müsste eigentlich Pillen. Vielleicht gehe ich auf Pillen und hoffe auf Tiersap-Pillen. Hätte ja sein können, dass wir hier irgendwo Tiersap-Pillen haben. Okay. Erstmal den großen Sack schön mit der Fliege auf fertig machen. Sehr gut. Okay. Gut, schön mit allen Dingern treffen, dann geht's ab. Zack, 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 zack. Nee, da gehe ich jetzt nicht rein. Vielleicht irgendwie, weiß ich nicht. Bloß nicht irgendwie umkreisen lassen, umzingeln lassen. Das ist gefährlich bei diesen Gegnern. Einzeln sind die jetzt vielleicht nicht so gefährlich, aber in einer großen Anzahl ist, glaube ich, jeder Gegner gefährlich. Okay. So, und wir haben hier... Kamo, oh Mist, Mann. Okay, wir sind jetzt unsichtbar, wenn wir uns nicht bewegen. Wenn wir jetzt einen Cube of Meat oder einen Sack Dagger irgendwo rausziehen, dann cool. Vielleicht donate ich auch gleich ein bisschen Kohle, einfach nur damit wir eine erhöhte Chance auf Angel Deals haben, weil wenn jetzt ein Devil Deal kommt, den ich so oder so nicht mitnehmen kann. Und außerdem haben wir im Angel Deal auch die Möglichkeit, Lazarus zu werden, nicht wahr? Um den Keeper loszuwerden, ja, das sind alles Möglichkeiten. Oh boy. Ja, noch eine Münze, sehr schön. Hoffentlich kriegen wir gleich was Feines. Du hältst aber viel aus, Mann. Ziemlich viel. Zu viel, heilige Scheiße. Hör auf damit. Okay, was haben wir hier? Der Shop, sehr gut. Okay, da gehe ich erstmal ran und direkt erstmal viel Damage machen. Sehr gut. Und es ist Mr. Spielverderber 3000. Das Gute ist halt, wenn er uns jetzt trifft, dann verlieren wir Münzen und können uns damit heilen. Das ist ein kleiner Vorteil, den der Typ hat und der Keeper. So.
Ich kann dich ganz leicht schlagen mit den Dingen, mit denen du mich schlagen möchtest. Außer du triffst mich zweimal ziemlich schnell. Dann wär's ziemlich doof. Das wär ziemlich doof, Mann. Okay. Yes. 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 Puh, okay, gut mitnehmen. Diesen Regenbogen kannst du dir sonst wohin schieben. Oh, scheiße, Mann. Okay, es kann sein, dass wir den Itemraum irgendwo da unten suchen müssen. Ich hoffe, dass wir auf der nächsten Ebene echt einen guten Shop bekommen. Oh, shit. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da unten irgendwo ein Bonusraum ist. Zumindest ein Arcade Room. Auch wenn ich nicht weiß, was ich damit anstellen will. So. Und es geht hier mal noch weiter. Wir warten mal ganz kurz. Okay, die sind sehr verwirrt. Wir gehen mal voll drauf auf eine Fledermaus hier. Sehr gut. Okay. Achso, ich wollte ja Geld donaten. Kann ich jetzt auch nicht mehr. Außer es spawnt jetzt irgendwo einer. Im Arcade Room zum Beispiel. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, ja. Dass im Arcade Room so ein Ding spawnt, wo du Geld donaten kannst. Ja, das ist ja ziemlich gut. Die Pille nehme ich nicht mit, Mann. Außer es ist eine... Also es könnte eine Health-Down-Pille sein. Das wollte ich damit sagen. Und nicht, ich nehme es mit, nur wenn es eine Health-Down-Pille ist. Nein, das wollte ich nicht sagen. Keine Münze wieder. Okay, das Ding ist auf jeden Fall... Der Akku ist leer, Mann. Der Akku ist leer. Scheiß die Wand, dann war das knapp. Scheiß die Wand, dann war das knapp. So, du zersplatterst nur, nicht wahr? Jupp. Okay. Scheiße, ist das ein langer Weg, Mann. Und ich muss das Ganze nochmal zurückgehen, wenn ich wirklich alles haben will. Eieieiei. Okay. Sehr gut, hier ist der Boss. Okay, okay, okay. Das ist Hermit. Wir können uns im Notfall rausporten, falls es was richtig Übles ist, wie der Typ. Hier muss die Bombe jetzt gut sitzen. Hier muss die Bombe jetzt sehr gut sitzen. Yes, okay, 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 okay. Scheiße, Mann, scheiße, Mann, scheiße, Mann. Da. Scheiße. Nicht die Münze aufheben. Okay. Zeig dich mal, Kollege. Das ist doch unglaublich, Mann, ihn zu treffen. Das ist voll nervig. Okay. Wegschießen und da hat er wieder einen wiederbelebt. Crazy Beast. Okay. Okay. So, er hat keinen Schutz mehr. Das heißt also voll rauf jetzt auf ihn. Damit seine Dinger verschwinden wenigstens. Oh Mist, Mann. Komm schon, einmal noch. Boom. Okay. Sehr gut. Und wir kriegen einen Angel Deal. Gott sei Dank. Safety Pin. Evil und Range Up. Okay. Und wir haben wieder Curse of the Blind. Ich nehme das linke. Ich wollte gerade sagen, ich nehme das linke, weil es meistens immer Godhead war. Okay. Okay, das ist gut, Mann. Das ist gut. Aber ich check noch diese Ebene aus. Okay, okay. Mir kribbelt jetzt ein bisschen. Das ist gerade ein Wechselbad der Gefühle. So ein bisschen, hey, ich werde gleich sterben, weil ich zu sehr schwitze. Hey, ich werde gleich sterben, weil ich einfach scheiße bin mit dem Keeper. Und hey, es gibt auch noch eine Chance, eine klitzekleine. Okay, gut, 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 gut. Alles klar. Gut, ohne Greenscreen demnächst, Mann. Ich hoffe, euch gefällt es, Mann. Ich hoffe, das Zimmer sieht hübsch aus. Ja, ja. Na, vielleicht jetzt gerade nicht, weil hier 1000 Kartons rumstehen. So, das ist das erste Mal, dass ich live dabei war, wie der Rechner zusammengebaut wurde. Das ist ziemlich crazy. Das war ziemlich crazy. Okay, das sind viele rote Kisten und die möchte ich alle haben. Okay, hier ist eine Münze. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt müsste ich nur irgendwie fliegen können. Oder viele Bomben haben. Ah, okay, 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 okay. Zielleine, Mann. Zielleine, Zielleine. Das ist ziemlich cool, aber es könnte auch etwas richtig Dummes sein. Vielleicht finden wir noch eine Hangman-Karte, wer weiß. Boah, das sind so viele potenzielle coole Dinge, die uns jetzt einfach entgehen werden. Okay, mit Camo-Andys schön vor dem Gegner stellen und dann reinschießen. Das ist gut, Mann. Das ist gut. Zwei Bomben haben wir, okay. Wir könnten hoffen, dass hier der Geheimraum ist. Ah, war ja klar. Der Geheimraum ist nämlich hier oben, ha? Huh? Nein, ich teste das jetzt nicht, Mann. Ich behalte das jetzt. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Die roten Kisten, die ignorieren wir jetzt einfach mal. Haben leider nichts zum Rausporten. Und naja. Okay. Gut, weiter geht's, Mann. Wir haben Godhead. Scheiße, der taucht in letzter Zeit wieder sehr, sehr oft auf. Ne, ist schon langsam langweilig. Wo ist das Sacred Heart? Das Sacred Heart ist immer noch selten da. Und man freut sich da mittlerweile schon ein bisschen mehr. Das sieht einfach cooler aus. Okay, sehr schön. Und rein da. Mit dem Homing Shot hier. Jetzt Brimstone. Oh ja. Perfroam Angel Deal. Da muss man schon fast den Engel dann töten. Und wir haben ja immer einen Notfallplan, also wir können uns ja immer noch rausporten dann. Falls irgendwas schief läuft. Was ist das hier? Das ist The Fool, okay. Noch eine Möglichkeit, sich rauszuporten. Weiter geht's. Speed-Up wäre jetzt nicht schlecht, damit ich hier nicht so lang schleiche.
Das wäre jetzt mal eine nette Sache. Abstand halten. Abstand halten, Bro. Abstand halten. So, mach kaputt hier. Rein, rein. Am besten ist es immer vorbeischießen, damit der Schein auch gut Damage macht. Ich glaube, der ist so ein bisschen gegens Feuer geflogen, ne? Okay. Hier würde ich gerne ganz viele Bomben legen, aber leider kriegen wir so wenige Bomben hier. Okay, und da kriegen wir eine Bombe. Das ist ein Zeichen. Deswegen spreng ich mal die hier, die am meisten was bringen. So, und zwar nichts und Gegner. Okay, und hier sind jetzt Steinkisten drin. Ich kann's versuchen, Mann. Let's go. Okay, meine Bombe bekommt, das ist schon mal sehr schön. Oh Mist, der ist einfach weggehüpft, ey. Krass. Sickest Movement haben die Gegner hier. Okay, ploppen. Ja. Ich weiß zwar nicht, was so witzig ist, aber komm her. Und das Geräusch hörst du einfach. Losschießen. Oh ja, das ist auch sehr gut, dass du sie jetzt einfach anschießen kannst und die trotzdem getroffen werden. So. Wow. Okay, weiter geht's. Wie springe ich jetzt erstmal nicht? Man kann, glaube ich, auch mit einer Bombe oben und unten springen, oder? Tut mir leid, dass ich das nicht gemacht habe. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Geheimraum, ist mir doch egal, ey. Wir werden ihn so oder so nicht da finden. Der ist immer weg von mir. In letzter Zeit verschwindet er einfach nur die ganze Zeit vor mir. Okay. Mega Bean. Nee, da bleibe ich doch lieber bei meiner Münze. So, falls ihr euch gerade gefragt habt, was im blauen Stein war, weil irgendwie nichts rausgekommen ist. Ich war gerade auch ein bisschen verwundert. Oh, mit zwei Luck kriegen wir jetzt auch ganz oft eine Münzen. Es waren Fliegen drin, also blaue Herzchen, die dann zu Fliegen wurden wegen dem Keeper. Und die haben halt direkt den Gegner getroffen. Also falls ihr jetzt dachtet, war das denn gerade ein blauer Stein ohne irgendwas drinnen? Scheiße. Grausam. Ich stelle mir gerade vor, ich hole mir ein Überraschungsei und mache es auf und nichts drin. Okay, zack, zack. Zwei Bomben wieder, sehr schön. Das heißt also, wenn wir jetzt einen Angel Deal bekommen, das könnte eine Lackerpille sein, ich nehme es mal mit. Wenn wir jetzt einen Angel Deal bekommen, können wir rerollen. Und ich hoffe, wir haben keinen Curse of the Blind. Ne, wir haben ja Curse of the Unknown, stimmt ja. Sehe ich jetzt erst. Ah, guck mal, wir haben einfach nur ein bisschen Lack gebraucht, ha? Geht doch, Mann, geht doch. Immer muss man sich beschweren hier. Okay, da ist eine Steinkiste, vielleicht ist da Goathead drin. Oh, scheiße, okay. Da wurde ich eingesogen. Verdammt nochmal, da hat der Schweiß in meinen Augen dafür gesorgt, dass ich es nicht gesehen habe. Sehr gut. Okay, das Ding ploppen wir mal hier hin. Perfekt. Und wir haben hier einen Bonusraum mit hoffentlich dem letzten Buch für die Transformation. Oder ich werde jetzt hier einfach sterben. Ich weiß nicht, worauf ich gerade Bock habe. Boah. Übel, Mann. Okay, das ist PhD. Das ist sehr, sehr gut. Tears up, bitte. Perks. I'm drowsy. Okay, weiter geht's. Wir rerollen mal. Wir holen uns aber noch eine Bombe. Let's go, Mann. Wir kaufen uns jetzt alle Pillen. Perks war das. Scheiße, was ist das für eine Pille? I'm drowsy. Achso, das ist ja die gleiche. Okay, weiter. Und vielleicht rerollen wir einmal. Okay, wir haben hier keine Pille. Wir haben das Item. Stores Energy nehme ich mit. Und hier ist eine Pille. Speed up. Das ist der Shit, den ich brauche. Wartet mal ganz kurz. Ich gehe mal kurz hier rein. Fünf reroll die Ebene nochmal. Das könnte man auch machen. Das ist jetzt die Necropolis 1 Ebene. Okay, das kann man machen. Das kann man machen. Muss man nicht, aber kann man machen. Yes, und Mom's Coin Purse. I like it. Power Pill, Pheromone und I'm drowsy. Power Pill ohne Ende. Okay. Ist jetzt nicht so schlecht. Kompass, das ist gut. Damit wir wenigstens wissen, wohin. So, und fünf Münzen behalte ich jetzt erstmal. Und jetzt let's go. Okay, sehr schön. Jetzt haben wir wenigstens auch so eine kleine Richtung, in die wir mal gehen können. Ungefähr, ha? Und da ich Stars Energies habe, kann ich ruhig einfach hier rein und muss das Spike-Seite nicht einsetzen. I like it. Sehr gut. Sehr gut. Okay, nope, das nehme ich nicht mit. Oh shit, ey, da wurde ich fast erwischt. So, keine Münze wieder bekommen. Okay, lass uns den Boss wegklatschen und danach wieder die Ebene neu machen, oder? Das ist eine gute Idee. Aber erstmal den sicken Geheimraum suchen. Da war sogar ein blaues Herzchen drin im Feuer. Und das hier ist Pheromone. Tja, Mom's Bottle of Pills. Ich überlege gerade, ob ich das mitnehmen würde. Würde ich das sehen? Was ich aber mitnehme, sind diese Bomben, damit wir erstmal kein Bombenproblem haben. Oh shit, wir haben nichts bekommen und wir haben nur Perforo hier. Das ist gefährlich gegen die. Das ist echt gefährlich. Das ist gefährlich, Mann. Okay. Okay, zieh ab. Zieh Leine, so erstmal auf einen konzentrieren.
Oh, das war knapp. Das war eine knappe Scheiße. Der ist auf jeden Fall jetzt wütend und wird abgehen, meinte ich. Oh. 11%, aber dafür ist das Spiel. Okay, ist gut. So, und jetzt machen wir die Ebene nochmal. Puh. Bin ich angespannt. Ich will meine Perfro tatsächlich lieber behalten für den Angel Deal. Ja. So, und jetzt rerollen wir nochmal. Let's go. Das ist noch ein Itemraum, noch ein potenzieller Deal. Hey, kann sein, dass es passiert, nicht wahr? Goldene Kiste, mach ich. Okay, Münzen erstmal nicht aufheben. Ja, wir haben Zeit, Mann. Wir haben Zeit. Kannst du nicht schneller runterfliegen, weil mein PC jetzt schneller ist? Besser ist? Kann er die Hände nicht schneller rendern? Was ist das denn für ein Scheiß-PC? So. Ja, schön einsetzen hier. Nice. Okay, das war die letzte Welle. Okay, wir haben 15 Münzen, das heißt, im Shop können wir uns wieder was gönnen. Ja, leider habe ich habe mir die Pillenfarben gar nicht gemerkt, Mann, weil mein Gehirn gerade nicht arbeitet. Ich muss hier nackt sitzen. Ohne Greenscreen, ohne Webcam und nackt. Ich glaube, so werde ich demnächst aufnehmen. Und wenn ihr meine Videos seht, dann wisst ihr Bescheid, der ist jetzt gerade nackt da. Und vielleicht fühlt ihr euch dann wohler. Wisst ihr? Weil so fühlt man sich doch wohler, wenn man bei einem Vorstellungsgespräch sich die anderen nackt vorstellt. Ja, das ist besser für euch. Vielleicht ist dann angenehmer zu gucken. So, okay, den da hinten treffen wir nicht. Hier lebt noch etwas. Der da hinten. Geht doch. Bingo. Okay. So, rein hier. Yes, nice. Schön. Wegklatschen, okay. Puh, was machen wir jetzt? Okay, da oben. Wir haben leider keinen Bonusraum, ne? Aber dafür auf der nächsten Ebene. Denke ich mal, vermute ich mal. Und der wird gut. Der wird gut, Mann. Stimmt ja, auf der letzten Ebene konnte ja nicht mal eine Bücherei spawnen, Mann, weil es ja nicht die zweite Ebene war. Nur auf der zweiten Ebene jeweils. Ich bin so ein Idiot, Mann. Ist ziemlich peinlich mit mir, oder? Okay, so. Oh, shit. Da muss ich immer kurz den Mund halten und mich dann voll konzentrieren. Scheiße. Hör einfach auf damit. Tu's einfach nicht, okay? Stirb einfach nicht, das wäre ziemlich cool. Und jetzt haben wir wieder nur 9%, ey. Wir brauchen Goathead. Komm, gib mir Goathead, bitte. So, jetzt aber einsetzen. Man könnte natürlich mit dem Stores, also mit dem Extra-Store, versuchen, in Zacki-Zacki-Räume reinzugehen. Aber was, wenn zweimal keine Münze gedroppt wird? Dann stehen wir da aber lustig da. Das ist gut, das ist sehr schön, das hilft auf jeden Fall. Ist eigentlich so ein Item, das man gerne am Anfang findet, aber naja, es ist jetzt auch hilfreich. Scheiße. Walling hat das jetzt einen Homing-Effekt, I like it. Ja, es hat einen Homing-Effekt. Okay, stimmt, aber ganz vergessen, dass der es ja auch hat. Das freut mich jetzt, Mann. So, ich kann jetzt immer sehen, wo der Gegner ungefähr ist. Wo ist der? Ah, da unten. Haben wir es gleich? Sehr gut. Okay. Das hier nehme ich auch mit. Das könnte helfen. Jetzt ist die Frage, kriegen wir etwas Krasseres? Diese Box. Nein, ich traue dieser Box nicht. Ist ein neues Item. Es macht irgendwie richtig komische Dinge, die ich nicht verstehe. Die Nonnenhaube ist ein gutes Item auf jeden Fall. Das muss ich mir gleich mal holen. Vielleicht opfere ich sogar einen Schlüssel, yes. So, die Nonnenhaube ist gut. Dann werden wir getroffen und haben nochmal die Chance, mir etwas zu geben. Wir gehen jetzt auf jeden Fall auf Nummer sicher. Sogar noch sicherer als Nummer sicher, ganz ehrlich. Wir haben noch nie sicherer gespielt. Okay. So. Da haben wir es. Holen uns jetzt die Nonnenhaube. Ich hätte gerne zwar noch ein paar coole Pillen, aber hey, man kann nicht alles haben. So, sehr gut. Einfach mal das einsetzen. Bingo. Kann das Ding eigentlich auch Luck-Up-Münzen droppen? Hatten wir da letztens eine? Schon wieder vergessen. Ich glaube, das habe ich mich schon mal gefragt. Okay. Hör damit, danke. Und let's go. Machen wir den Boss fertig. Let's do this shit. Und kriegen vielleicht mit 11% eine Chance. Und wir haben auf jeden Fall den Cube of Meat. Wir haben auch die Camo-Andies. Das heißt also, wir könnten dann schön hier auf die Schnauze bekommen. Wow. Was für ein Scheiß, Mann. Wir können auf jeden Fall Gegner mit dem Cube of Meats verletzen, ohne dass sie uns sehen. Cool. Oh, wir haben keinen Deal bekommen. Das ist ja traurig. So, let's go, Mann. Auf der nächsten Ebene hoffentlich jetzt Angel Deal, rerollen und Spaß haben. Und Spaß haben, sage ich dir. 67%. Okay, wir gehen jetzt erstmal runter zum Itemraum. Ja, Mami. Okay.
Die sind so lange verwirrt, bis sie unten sind. Weiß ich nicht, ob ich das mitnehmen will. Vielleicht gleich, wartet mal. Ich glaube, Schlüssel werden wir gleich erstmal genug haben, oder? Wer weiß. So, erstmal da rein. Den Schlüssel hole ich mir gleich. Den Schlüssel hole ich mir, warte mal, auch. Na egal, lohnt sich, weil es könnte eine Lackabmünze sein und ich verliere keinen Schlüssel. Deswegen lohnt sich das. So. Boom, boom. Boom, boom. Drei Schlüssel haben wir. Okay, ich nehme das mit. Ich nehme das mit. Let's go, Mann. Verarsch mich aber jetzt nicht, okay? Verarsch mich nicht, Mann. Holy shit, sind das viele Superformen, als würde ich auf hart spielen. Sehr gut, das Teil hat sich aktiviert. Das setzen wir auch ein. Bei allen 15 Gegnern wird unser Space-Item nochmal aufgeladen. Das ist ziemlich gut. Also diese Starthilfe, die ich da aufgehoben habe. Falls ihr euch fragt, was es macht, ist immer noch ein neues Item und es gibt immer noch Leute, die das zum ersten Mal sehen. Okay. Ha! Bin sicher angespannt, Mann. Okay, einsetzen, einsetzen. Sehr gut. Deswegen könnte man irgendwie bei Gegnern, die unendlich Gegner spawnen, auch ziemlich viel Kohle farmen, ne? Theoretisch. Ist nur ein bisschen schwerer jetzt mit meinem Homing-Laser. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Mit meinem Homing-Laser da irgendetwas zu farmen, das ist natürlich sehr, sehr blöd. So, Stein. Macht auch Tierschab. Okay, okay, das ist ein gratis Item. Das könnte uns ein gratis Item geben. Aus dem Shop. Das ist das King Baby. Okay, ich nehm's mit. Ich nehm's mit. Vielleicht gönnen wir uns jetzt auch noch die Pille. Aber erstmal donate ich 10 Münzen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, wir haben eine erhöhte Chance auf Angel Deals. Spring dich nochmal. Haben genug Kohle gerade noch so für eine Pille. Speed up. I like it. Und jetzt können wir weitergehen. Den Boss bekämpfen. Morm an dieser Stelle. Und auf unser Bestes hoffen, ne? Weißt du was? Das da hinten hole ich mir. Das hole ich mir. Wir haben leider keine Perfro oder sowas. I can see forever. Cool. Ich meinte keine, mit dem wir uns rausporten können. Das meinte ich. So, einsetzen. Münze mitnehmen. Der Supergeheimraum könnte hier sein. Oder da oben. Okay, ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo der ist. Scheiße, Mann. Wieso habe ich mein Space-Item eingesetzt? Egal, egal, egal. Wir werden es ja eh gleich aufgeladen bekommen. Ja, hier ist der. Genau, richtig. Rusted Key. Okay, let's go. Ja, ich überlege gerade, ob ich irgendwas... Nehme ich auf, Mann? Ja, ich nehme auf, ne? Ja. Let's go. Auslastung ist immer noch bei 24%. Ist gute Sache, ist gute Sache. So, eigentlich hätte ich Mom auch so bekämpfen können, dass... Ja, hier könnte ich eigentlich die ganze Zeit jetzt Geld farmen, ne? Die ganze Zeit Geld farmen könnte ich jetzt. Ist ziemlich broken, das Item. Und 15 Gegner sind jetzt nicht so viel. So. Okay, schön ran da. I like it. Isaac Scheißdreck, nicht wahr? Oh yes, wir bekommen das Teil. Wir nehmen das mit und gehen rein. Okay, das werden wir alles rerollen. Das werden wir alles rerollen. Scheiße, wieso habe ich die Münze auf? Bin ich dumm? Ja. Das ist der Rote. Okay, da müssen wir mehr aufpassen. Da müssen wir jetzt ordentlich aufpassen. Sehr gut. Überkreuz schön mit dem Laser. Laser, 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 Laser. Oh, das King Baby bringt mir ja richtig viel mit dem Sack. Ich komme gerade gar nicht drauf klar. Und das rerollen wir jetzt. Sehr schön. Was haben wir denn hier für ein interessantes Item, ha? Unser neues Lieblings-Item, was? Schön. So, wir bräuchten jetzt noch ein Buch, Mann. Okay, weiter geht's. Das hat sich gelohnt. Dieses Item kriege ich in letzter Zeit auch sehr oft. Let's go. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Wenn doch, dann tut mir leid. Ich bin voll durcheinander gerade, Mann. Aber ich gebe mein Bestes. Ich gebe es einfach. Okay, da könnten Pillen drin sein. Vielleicht Tiersab, wer weiß. So, aber ich werde jetzt nicht warten, bis dieses Teil irgendwie um mich herumfliegt, damit ich Gegner damit treffe. Das ist halt ziemlich nervig. Eigentlich müsste man Tiny Planet haben, oder? Tiny Planet oder das andere. Ach so, das, ja. Ja, genau das. So, komm schon, dreh dich schneller. Ja, wir können durchschießen. Ja, nice. So. Hier erstmal eine kleine Bombe. Okay, was haben wir hier? Ja, ein paar Runen. Vielleicht kriegen wir noch eine Perfro. Who knows, Mann? Who knows? Ich habe mich noch gar nicht informiert, wie viel Damage wir dazu bekommen durch die, durch das Ding. Oder ob wir einfach nur ganz simpel, einfach nur ganz, ganz simpel, die Tränen sich aufteilen. Das freue ich mich. Sehr gut, doppelt aufgeladen. Okay, wir haben auf jeden Fall einen richtig safen Run. So, den Miniboss machen wir auch. Da bin ich dafür. Okay.
So, dreh dich schneller, dreh dich schneller, dreh dich schneller. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Raum? Mit dem hier als Hilfe? Wie feig ist das denn? Eigentlich müsste das wie bei dem hier sein. Egal, habe ich noch nie gesehen. Ja. So, ich habe eh allgemein das Gefühl, dass es von PC zu PC anders ist immer. Oder von Isaac-Vision zu Isaac-Vision. Immer anders. Man hat ganz andere Räume, die öfters vorkommen und so. Voll crazy. So. Okay. Ja, vielleicht mal durchschießen. Mit Triple Shot und Homing ist es schon einfacher. Ah, leider nicht vor mir. Okay. So, danke. Alter, geht's. Jetzt mal durchkraxeln zum Boss. Der ist ja voll am Arsch der Welt da hinten. Oh, seht ihr? Wir haben zweimal gedrückt und keine Münze bekommen. Wenn uns das jetzt im Dingsbumsrahmen, Zacke-Zacke-Raum passiert. Peinlich. Black Rune, sehr schön. So könnten wir dann auch, wenn wir Bullshit-Items haben, sie schön zur Stats-Verbesserung nutzen. Ich hoffe, Tears Up und Damage Up ist auch okay. So, mehr will ich doch gar nicht. Oh, eine Münze. Oh, ein Schlüssel. Ob wir den einsetzen in der, für die goldene Kiste dort unten? Ich weiß ja nicht. Sehr schön. Oh, yes, Steinkisten, Goathead. Oh, okay. Kriegen wir wenigstens die Bombe wieder. So, die töten wir jetzt einfach mal. Boah, wie viele Tränen das auch sind. Das ist crazy und was sich das alles aufteilt. Okay. Na, 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 da, da. E-Wars. Vielleicht Schwarzmarkt? Kann sein. Ist sogar, glaube ich, ne? Yes. Mit Ansage, mit Ansage. Okay, aber leider nichts Krasses bekommen. Okay, es ist fort hier, da Energy. Das ist gut, das nehme ich mit. So, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Luck ab. Jetzt habe ich wenigstens auch noch ein paar, ne, genau. Münzen für den Boss hier. Es ist Conquest und das Ding dreht sich perfekt zu ihm. Oh mein Gott, okay. Puh, das war knapp. 33% könnte etwas werden. Mal gucken. 9 Leben wird es auf jeden Fall auch sexy. Oh mein Gott. Super, wie das King Baby jetzt hier 2 Säcke einfach nur mit sich schleppt. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh. Egal, ich töte den und mache die Black Rune und saug seinen Schlüssel ein. Okay, und ich habe kein Problem damit. Und wir kriegen leider nur Speed Up und Range Up. Wow. Das Pferd mitnehmen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir gehen auf Nummer sicher so ein bisschen. Und gehen jetzt die Lifts zerstören. Wo ist sie? Was haben wir? Haben wir irgendeinen besonderen Raum, Mann? Haben wir irgendeinen besonderen Raum? Leider nur ein Arcade Room. Scheiße, Mann. Das ist dämlich. Guckt euch mal meine Tränen an, weißt du? Godhead kann mich jetzt nicht alleine die ganze Zeit tragen. Er kann mich jetzt nicht die ganze Zeit einfach tragen. Okay, wir können auf jeden Fall... Ach so, was ich noch machen wollte. Genau, hier Pillen holen. Genau. Tut mir leid, habe ich voll nicht gecheckt. Friends till the end. Balls of Steel. Verb. Ach so, wir kriegen nochmal Balls of Steel mit Fliegen. Okay, die nächsten Räume sollten auf jeden Fall ziemlich schnell geklärt werden. Dank den Fliegen. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. So, da ist ein Mini-Boss. I like it. Ah, yes, da fliegen die Fliegen durch. Oh mein Gott, der war aggressiv, Mann. Ja, war das schief. Okay. Sehr schön. Volle Konzentration immer noch, Mann. Ist ziemlich dunkel hier. Ich habe noch die Helligkeit, glaube ich, auch noch nicht hochgeschraubt. Mein Gott, ey, was es immer für Probleme gibt, wenn man einen neuen Rechner... Ach, alles neu oder neu aufsetzt halt, ne? Man denkt sich so, ja, neu aufsetzen ist geil, aber dann hast du die neu aufgesetzt und denkst dir, fuck, das ganze Zeug ist weg. Okay, zack. Oh, wow, 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 wow. Okay, da setzen wir eine Bombe rein und deaktivieren das Ganze hier. Perf Road Mercano. Okay, könnten wir gleich einsetzen, wieso nicht? So, und Mercano einsetzen, damit wir wenigstens Idlifs ein bisschen Ouchi-Ouchi machen. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Idlifs ist mit dem Keeper immer sehr aufregend und sehr gefährlich. Da müssen die Schüsse richtig krass sitzen. Ja, das bin ich so. Komm, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Da gehe ich jetzt auch nicht aggressiv ran an die Sache. So, erstmal einmal einsetzen, damit wir gleich eine Aufladung bekommen, falls wir 15 Gegner töten. Oh yes, okay, sehr gut. Kein Deal bekommen. Okay, das ist trotzdem okay. Das ist vollkommen okay. Let's go, man. Die Black Rune kann man ja auch einsetzen in der Chest, ne? Und den ganzen Bullshit da wegsaugen. Kampfraum, ich guck da mal rein. Ich guck da mal rein. Ist das ein Bücherraum? Na, ah, nein. Oh, guck mal, ich hab das King Baby und der hat ein King Ding da hinten. So ein Ding halt. Scheiße, Alter, viel aus, Mann. Die sind richtig krass. Power Pill, das könnten wir sogar mitnehmen, um hier vielleicht... Okay, Gabi Set, könnte man auch einsaugen, aber ich weiß nicht.
Okay, wir haben noch eine Black Rune bekommen. Alles klar, gut, ich weiß doch Bescheid. So, erstmal mit der Powerpill ein bisschen arbeiten, immerhin. Okay, 40 Dollar Energy ist auch nice. Jetzt hier, um diesen Raum zu überleben. Erstmal Kapi aufheben. Kann sein. Hast sogar noch eine Aufladung bekommen, upsie. Das solltest du gar nicht sein. Es hat den Falschen erwischt. Okay. Black Rune, aber der sagt dann meine 40 Dollar Energy Pille eigentlich, wa? Ah, ja, setz mal ein. Okay, sehr schön. Bisschen Kohle bekommen. Vielleicht bekommen wir noch nicht gut Power. Nochmal 40 Dollar Energy. Na gut, jetzt aber das hier mitnehmen. So, und Black Rune. Eingesaugt, Damage Up und Luck Up. Okay. Kann ich mitleben. Und jetzt straight zum Boss, der sich irgendwo da rechts aufhält. Ja, rechts unten lang, denke ich. Vielleicht sogar auch nicht. Ich glaube, aus diesem Raum spreng ich mich raus. Voll kein Bock, hier zu kämpfen. Ich hasse diesen Raum abgrundtief. Schön. So. Ja, sieht richtig... Oh, scheiße, das ist dieser Gegner. Oh, pass auf, Mann. Puh, da war ich gerade richtig panisch unterwegs. Wusste nicht, was ich tun soll. Scheiße, das ist das Buch, das wir schon hatten, ne? Ah, Mist. Das Buch hatten wir schon. Das ist natürlich jetzt ein bisschen dämlich. Könnte ich einsaugen mit der Black Rune oder vielleicht Reroll mit der Perfrow? Es ist eine Perfrow. Es ist das Rainbow Baby. Na gut, wenn es sein muss. Ich muss ehrlich sagen, ich finde sogar, dass die Black Rune cooler ist als Perfrow irgendwie, weil das Einsaugen der und das Stats ab voll cool ist, voll süchtig machen. Ich brauche Hilfe. Professionelle. So, und durchschießen da. Sehr gut. Mit dem Homing-Effekt wird es ein bisschen verbessert. Flügel, damit wir einmal fliegen können. Wie niedlich. Ich habe genau an das Trinket gedacht. Stein? Nein. So, machen wir mal alles kaputt hier. Ja, damit. Gibt es hier vielleicht irgendwo den Geheimraum? Dieser Arc. So, sehr schön. Let's go. Das hat gut gesessen. Eigentlich müsste ich mich mit dem Dreieck drehen. Aber egal, es geht auch schon so. Vor allem mit dem Homing Laser können wir die Engel schnell töten. Sehr gut. Jetzt hoffen, dass irgendwo... Oh nein, das Ding dreht sich falsch. Beziehungsweise du spawnst falsch. So. Yes. Immerhin. Auch wenn eine Kugel da trifft, ne, macht das schon sehr viele draus. Boom. Oh, was? So. Irgendwie ist das Item, glaube ich, gar nicht mal so krass, wie wir uns das vorstellen. Leider keine Jara. So, lass mal rein. Ich dachte, dass richtig viel Damage macht, dieses Zeug, aber es geht eigentlich, ne? Oder ich bekomme es nie mit. So, Curse of the Darkness, das ist schon mal sehr gut. Oh mein Gott, ja. Kein Explosionsschaden. Das ist immer wieder gut, ne? Sollte man mitnehmen. Was haben wir hier für eine Pille? Pheromone und Speed-Up. Sehr gut. Und jetzt mit der Black Rune schön einsaugen und Damage. Aber leider kein Tier-Sub. Schade. Aber jetzt wird rumgesplashed hier. Yes, das ist gut. Vor allem, wenn wir gleich durch das Ding hier schießen. Splatoon, ne? Ich muss jetzt immer voll an Splatoon denken. Okay, der Boss ist dort unten. Let's go. Wir haben einen Luck von 7. Also da sollten jetzt auf jeden Fall Kisten spawnen. Ich habe langsam das Gefühl, das war einfach nur Glück, dass ich da Kisten bekommen habe. Aber naja, es kann sein, dass sogar der Boss irgendwie nach rechts unten geht. Ja, er geht nach rechts unten. Was für eine Scheiße. Balls of Steel. Okay, dich nehme ich erstmal mit. Einsetzen. Sehr gut. Mach platt den Mist. Weiter geht's. Oh, den will ich zuletzt töten, aber ich glaube, der wird das jetzt nicht aushalten. Jetzt nicht ausgehalten, weil der droppt manchmal coole Karten. Falls ich das nicht schon tausendmal erwähnt habe, ne? Uah. Okay, also der Splash-Effekt ist crazy. Seth Bombs jetzt. Oh ja. Der Splash-Effekt mit dem Dreieck ist cool. Auf Wiedersehen. Wo sind die Kisten? Da ist sie ja. Oh, warte mal, aber dann habe ich keine coolen. Das ist voll nicht cool. Ich brauche Seth Bombs. E-Wars. Das wäre cool, wenn sich Epic Fetus, wenn er explodiert, in so kleine Granaten noch aufteilen würde mit Splash, oder? Das wäre eine Idee. Wäre aber auch eine gefährliche Combo. Aber in unserem Fall ist ziemlich geil, weil wir geschützt sind. Und jetzt kommt der letzte Kampf, der ziemlich gefährlich ist. Den sollte man nicht unterschätzen. Vor allen Dingen nicht, wenn man hier gar keine Übersicht mehr hat, weil zu viel auf dem Bildschirm los ist. Scheiß die Wand an. Okay, ich weiß gar nicht mehr, was meins ist. Oh, der Laser wird sogar auch gespalten. Guck mal. Voll geil. Da muss man treffen, jetzt komm her.
Voll geil, voll hübsch, Mann. Okay, gut, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Wir haben den Run geschafft und die Aufnahme ist wahrscheinlich voll für den Arsch. Und ihr müsst mir glauben, dass ich einen coolen Keeper-Run hatte. Fuck, bis zum nächsten Mal, euer Holly.